bin sehr, sehr stolz, einen so mutigen Mann hier zu haben. Begrüßt mit mir Udo Ulfkotte. Danke sehr. Guten Tag, meine Damen und Herren. Danke sehr, danke sehr. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ganz lieben Dank für die Einladung hier in den Bayerischen Wald, vor allem natürlich an den Oliver. Und ich glaube, Sie sind noch nicht begrüßt. Ich höre zu meinem großen Erstaunen von Oliver gerade, dass er gar nicht weiß, dass jemand vom Verfassungsschutz in München hier ist. Also ich heiße ihn auch herzlich, ja, die meisten gucken, ich meine das nicht als Gag. Ich habe das schon vorher gehört und hörte vom Oliver gerade, dass er das gar nicht weiß. Wenn der Herr, es ist ein Herr, möchte, dann kann er gerne auch winken, wenn nicht. Nee? Okay, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Sie können gerne alles aufzeichnen, fotografieren, mitschneiden, was ich hier sage, überhaupt kein Problem. Zum Vortrag, zum Vortragsthema. Wir sprechen über Medien, wir sprechen über Wahrheit heute. Ich möchte Ihnen hier keine Texte, Bücher, sonst was von Ihnen verkaufen, sondern jeder von uns fragt sich, warum bestimmte Entwicklungen so passieren, während die Mehrheit oder sehr viele Menschen mit dem Kopf schütteln. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland will nicht, dass Atomwaffen in Deutschland stationiert sind, aber wir haben Atomwaffen hier. Die Mehrheit will keine Auslandseinsätze von deutschen Soldaten, aber wir haben Auslandseinsätze von deutschen Soldaten. Das, was die Medien berichten, das, was die Politik uns sagt und das, was ein größerer Teil der Bevölkerung zu denken scheint, das sind häufig, ganz offenkundig, zwei verschiedene Dinge. Ich selbst kann Ihnen aus langjähriger Erfahrung darüber berichten. Ich werde jetzt anfangen mit sehr persönlich gefärbten Einschätzungen, um Ihnen zu sagen, wie meine ersten Erfahrungen mit Lügenmedien, das meine ich genauso, mit Lügenmedien gewesen sind. Ich komme aus einer ärmeren Familie, bin Einzelkind, bin aufgewachsen in Ostwestfalen und am östlichen Rand des Ruhrgebiets und habe Jura, Politik und Islamkunde studiert und schon während meines Studiums Kontakte zum Auslandsgeheimdienst, zum Bundesnachrichtendienst gehabt, aber darauf kommen wir später noch zurück. Ich habe von 1986 bis 2003 für eine große deutsche Zeitung unter anderem als Kriegsberichterstatter gearbeitet, für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, war sehr viel dort in nahöstlichen und afrikanischen Staaten. Jetzt zum Thema Lügenmedien. Als ich zum ersten Mal in den Irak geschickt wurde, der irakisch-iranische Krieg, der erste irakisch-iranische Krieg ging von 1980 bis Juli 1986, als ich in diesen Krieg geschickt wurde, die Iraker waren damals die Guten, um darüber zu berichten, für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Ich hatte keine Erfahrung als Kriegsberichterstatter und dann kam ich in Bagdad an, wurde relativ schnell in der irakischen Hauptstadt in einen Armeebus gesteckt und da waren lauter erfahrene Kriegsberichterstatter von so renommierten Medien wie der BBC, von vielen ausländischen Fernsehsendern, von renommierten Zeitungen und ich, armes Würstchen, der zum ersten Mal irgendwo an eine Kriegsfront geschickt wurde, ohne irgendeine Vorbereitung. Nun, das Erste, was ich sah, die hatten alle einen Benzinkanister dabei. Und ich hatte gleich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, Mensch, wenn der Bus jetzt unterwegs liegen bleibt und da ist keine Tankstelle, dann schmeißt man zusammen. Jeder hat ein bisschen Diesel dabei. Hatte mir gerade fest vorgenommen, dass ich das nächste Mal auch einen Kanister mit Diesel kaufe, bevor ich mich da irgendwo einfinde, weil das offenbar dazugehört. Wir fuhren stundenlang durch Wüsten in Richtung iranischer Grenze und so ungefähr 20, 30 Kilometer von der iranischen Grenze entfernt, dort, wo wirklich nichts war. Vor allem kein Krieg. Dort waren längst ausgebrannte, gepanzerte Fahrzeuge, Panzer. Und die Journalisten stiegen aus, kippten jetzt den Sprit, den sie hatten, aus den Kanistern über diese Fahrzeuge. Wir hatten irakische Soldaten als Schutz dabei mit Maschinenpistolen und in ihren Uniformen. Nun müssen Sie sich vorstellen, längst ausgebrannte, gepanzerte Fahrzeuge in einer Wüste sind in Brand gesteckt. Rauchwolken und dann bauen die Journalisten dort ihre Kameras auf. So, und dann, das war meine allererste Erfahrung mit Wahrheit, Medien, wahrhaftiger Berichterstattung. Während ich jetzt überlegte, verdammt, was berichte ich hier für die Frankfurter Allgemeine Zeitung? Das bauten die alles auf und dann wurde gesprochen, wir berichten hier direkt von der irakisch-iranischen Front und so weiter in vielerlei Sprachen. Dahinter die lodernden Flammen und Rauchwolken und die Iraker liefen immer so mit ihrer Maschinenpistole noch sowieso zufällig durchs Bild oder mit martialischem Blick und dann machten diese Reporter immer noch so zwischendurch beim Sprechen. Dann habe ich mir ein Herz genommen
und habe einen dieser Reporter gefragt, das eine habe ich verstanden, also die gibt tolle Bilder, aber warum macht ihr immer noch so? Ja, ganz einfach, da wird Maschinengewehrknatter hinterher auf die Tonspur gespielt und das kommt dann zu Hause richtig gut an. Okay, gut. Das ist Jahrzehnte her, wie gesagt, das war ja ganz in den Anfängen meiner Zeit, meiner Kontakte mit Krieg. Ich habe dann überlegt, stundenlang auf der Rückfahrt, Junge, du hast keinen Krieg gesehen, du hast irgendwo gesehen, wo ein Feuerchen gemacht wird, was berichtest du? Ich kam in Bagdad wieder an, es gab in der damaligen Zeit noch keine Mobiltelefone. Man wartete im Rashid Hotel und in anderen Hotels, wo Ausländer untergebracht waren, zum Teil stundenlang auf eine internationale Telefonleitung. Und ich habe zuerst meine Mutter erreicht und nicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und will meiner Mutter gerade sagen, dass ich verzweifelt bin und nicht weiß, was ich hier machen soll, dass ich einen elterlichen Rat brauche. Da brüllt meine Mutter ins Telefon, Junge, du lebst! Ich denke, wieso? Ist alles in Ordnung? Junge, wir haben gedacht, du... Ich sage, hey Mama, was ist los? Wir haben im Fernsehen gesehen, überall um dich herum wurde... Da hatten die Sender schon reißerische Berichte gesendet und ich versuchte meiner Mutter zu erklären, hey, das war alles nicht so. Und sie glaubte, der ist vor lauter Schlachtengetümmel, der Junge hat den Verstand verloren. Ich habe das doch gesehen. Ich kürz das jetzt ab, weil das wird jetzt nicht die Satire-Vorstellung heute hier. Ich will es nur einfach abkürzen und will sagen, das war meine allererste Erfahrung mit wahrhaftiger Berichterstattung und dem Auftrag, Kriegsberichterstattung zu machen. Das heißt, der erste Kontakt war für mich völlig schockierend. Es war alles völlig anders als das, was ich erlebt habe. Das war aber kein Einzelfall. Ich habe eingangs gesagt, ich komme aus einer ärmeren Familie. Ich musste mir alles sehr hart erarbeiten. Ich war Einzelkind, mein Vater ist sehr früh verstorben, da war ich ganz klein. Das spielt ja alles weiter keine Rolle, aber ich hatte einen Job, ich hatte ein Studium hinter mir und ich hatte ein Ziel im Leben vor Augen. So, nun hatte ich die Weggabelung. Stelle ich mich irgendwo hin und sage, das ist alles Unsinn, was da bestimmte Journalisten berichten, als 0815, als nichts, als jemand, der frisch von der Uni kommt und gerade seine erste Zeit arbeitet. Oder ich will Geld verdienen, ich mache mit, ich gucke mal weiter. Ich habe das Zweite gemacht. Ich habe weitergemacht und das viele Jahre. Und in diesen vielen Jahren habe ich vielfältige Erfahrungen gemacht. Sehen Sie, wenn man von der Universität kommt, bei einer großen deutschen Zeitung, ist das alles, was ich hier sage, ist nicht etwa typisch für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie können andere deutsche oder europäische Medien nehmen. Ich habe ja Kontakte zu vielen anderen europäischen Journalisten gehabt, von renommierten Medien, auch bei anderen Medien später gearbeitet und kann Ihnen sagen, ich habe das, was ich jetzt im Nachfolgenden berichte, das habe ich eigentlich überall gefunden. Was habe ich erlebt? Nun, wenn Sie als Berichterstatter, egal ob bei den staatlichen Medien, also ich meine die mit Zwangsgebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Medien, oder bei den großen privaten Medien, wenn Sie dort arbeiten, dann können Sie nicht all das berichten, so wie Ihnen gerade der Schnabel gewachsen ist, wo Sie gerade Lust zu haben. Da gibt es bestimmte Richtlinien. Mal ganz grob, jeder weiß, Sie können nicht bei der Zeitung, beim Springer Verlag, bei der Bild-Zeitung, bei der Zeitung Die Welt, extrem israelkritische Artikel veröffentlichen. Die haben dort keine Chance, weil sie unterschreiben müssen, dass sie pro-israelisch sind, dass sie niemals die Existenz des Staates Israel oder israelische Sichtweisen in Frage stellen werden und so weiter. Es gibt bei allen Medienhäusern irgendwelche Richtlinien, aber das ist nicht alles. Ich habe sehr schnell gelernt, wenn man nicht, das meine ich nicht negativ, wenn man nicht unten bei den in Anführungsstrichen einfachen Redakteuren bleiben will, wenn man aufsteigen will, und für mich war dieses Aufsteigen eben schon, dass ich mit Bundeskanzlern, mit Ministern, mit dem damaligen Bundespräsidenten, regelmäßig mit Politikern reisen durfte in den Maschinen der Bundesrepublik Deutschland, in der staatlichen Flotte, dann muss man sich an bestimmte Dinge halten. Das habe ich sehr schnell gelernt. Das heißt,
wenn Sie einen Politiker begleiten, und da hat sich bis heute nichts geändert. Ich habe sehr schnell mitbekommen, wenn ich das erste Mal Bundespräsident oder mit Helmut Kohl oder wem auch immer unterwegs war, da kriegen Sie, wenn Sie eingeladen werden, da werden Sie natürlich nicht eingeladen, weil Sie Udo Ulfkotte oder Hans Müller heißen, sondern da wird die Frankfurter Allgemeine Zeitung eingeladen. Und da wird eine bestimmte Art der Berichterstattung erwartet. Welche? Vergessen Sie hierbei die FAZ. Das gilt generell. Jeder Journalist bekommt zu Beginn der Reise, damals war es in Papier, heute ist es in elektronischer Form, eine Akte in die Hand gedrückt. Wenn Sie ins Ausland fahren, das sind Länderberichte, da sind drin beispielsweise die Ansprachen, die gehalten werden im Ausland, da ist schon mal grob all das drin enthalten, was während dieser Reise passieren wird. Hinzu kommt, dass es Briefings, also kurze Gespräche mit dem jeweiligen für Presse zuständigen Mitarbeiter des Ministers, des Kanzlers oder des Präsidenten gibt. Der sagt Ihnen dann, wie man diese Reise sieht. Und natürlich sollen Sie das auch so sehen. Das sagt keiner, aber was man ungefähr berichtet haben möchte. Sie bekommen ständig, niemand sagt, Sie müssen das so und so schreiben. Aber Sie wissen ganz genau, wenn Sie das nicht so und so schreiben, dann werden Sie das nächste Mal schlicht und ergreifend nicht eingeladen. Ihr Medium wird zwar eingeladen, aber es heißt, den wollen wir nicht mehr dabei haben. Dann sind Sie raus. Und natürlich wollen Sie eingeladen werden. Natürlich ist das wunderschön, wenn Sie ins Ausland reisen und Sie können sich wie die Sau verhalten. Es interessiert keinen. Sie können einkaufen, was Sie wollen, weil Sie genau wissen, wenn Sie zurückkommen, Sie werden nicht kontrolliert. Sie können mitnehmen, was Sie wollen. Ich habe Kollegen erlebt, die haben, wenn wir eine USA-Reise hatten, die haben an Bord, das sind ja Bundesluftwaffenmaschinen, mit denen man dann fliegt, die haben eine Harley-Davidson mitgebracht. In Einzelteilen haben die dann hier in Deutschland wieder in Einzelteilen verkauft, haben Gewinne natürlich damit gemacht. Egal was, oder die Teppichaffäre von diesem Entwicklungshilfeminister, das sind natürlich keine Einzelfälle, nur es spricht niemand drüber. Sie werden eingeladen, wenn Sie eine bestimmte Sichtweise haben, wenn Sie eine bestimmte Sichtweise rüberbringen. Was für eine Sichtweise ist das? Wo und wie wird diese Sichtweise gemacht? Ich werde sehr häufig gefragt, ja, wo sitzt denn im Hintergrund derjenige, der dann die ganzen Fäden zieht, dass so alle ziemlich gleich berichten? Nun, bei den großen Medien in Deutschland, schauen Sie sich an, wer sitzt in den großen transatlantischen Denkfabriken, in den großen transatlantischen Stiftungen, in der Atlantikbrücke, in diesen ganzen Organisationen und wie wird man dort beeinflusst? Ich kann Ihnen das aus eigenem Erleben sagen. Wir müssen hier nicht theoretisch sprechen. Ich wurde eingeladen vom German Marshall Fund of the United States als Fellow für 6 Wochen die USA zu besuchen. In diesen 6 Wochen konnte ich, es wurde alles bezahlt, diese Denkfabrik, die sehr enge Kontakte zur CIA hat, auch heute noch, hat Kontakte für mich zur CIA hergestellt und man hat mich in den USA mit allen Politikern, mit all denjenigen, wo ich es wollte, in Verbindung gebracht. Man hat mir vor allem sehr viele Geschenke gemacht. Schon vor dieser Reise mit dem German Marshall Fund, auf die ich gleich zurückkomme, habe ich sehr viel gekaufte Berichterstattung erlebt. Es hat nichts mit einem bestimmten Medium zu tun. Sehen Sie, ich wurde eingeladen und habe mir nichts dabei gedacht. Ich wurde eingeladen von Milliardären, wie beispielsweise Sultan Qaboos aus dem Sultanat Oman. Das liegt östlich von Saudi-Arabien. Wenn Sultan Qaboos eingeladen hat, und so ein armes Würstchen wie ich kommt in ein Land, wo es ganz wenig Menschen gibt, ungeheuer viel Reichtum, wo der Staatschef die größten Yachten dieser Welt hat, ein eigenes Sinfonieorchester, das jederzeit für ihn antritt. Er hat übrigens hier in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen sich eine Kneipe gekauft, weil er gläubiger und friedfertiger Muslim ist und in seinem Land könnte es ja jemand sehen, wenn er trinkt, dann kommt er halt hierher in die Nähe von Garmisch-Partenkirchen in seiner Gastwirtschaft, die er sich dort gekauft hat. Der lässt sich jeden Tag frisches Lammfleisch aus Irland und Schottland einfliegen mit seinen Privatmaschinen, ist zugleich Vorsitzender einer Umweltschutzstiftung. Aber das nur am Rande. Sehen Sie, wenn so jemand, der so unglaublich, unermesslich reich ist,
so jemanden wie mich einlädt und dann kommen sie schon an nach einer Anreise First Class. Ich habe zuvor nie erster Klasse in einem Flugzeug gesessen. Sie kommen an und es wartet ein Chauffeur auf sie. Es wartet Personal für die Koffer auf sie oder für den Rucksack oder was auch immer sie dabei haben. Sie haben eine Suite im Hotel und sie werden von Anfang an mit Geschenken überhäuft. Da kriegen sie gleich zu Beginn mal eine Platinmünze oder eine Goldmünze, einen handgeknüpften Teppich, was auch immer. Ich habe auch ein Interview mit dem Sultan gehabt, dann anschließend mehrfach. Und der Sultan fragte mich, was ich mir denn wünschen würde. Dann habe ich gesagt, unter anderem einen Tauchkurs. Ich möchte gerne mal tauchen kennenlernen. Er hat aus Griechenland einen US-zertifizierten Tauchlehrer einfliegen lassen, PADI zertifiziert. Und ich bin 2 Wochen da gewesen, habe den Grundschein, den PADI, das erste Tauchzertifikat gemacht. Und der Sultan hat mich später mehrfach einfliegen lassen und den Tauchlehrer. Ich habe es dann bis zum Rettungstaucher gebracht, alles auf Kosten des Sultans. Sehen Sie, wenn Sie so zugeschüttet werden, dann wissen Sie, dass Sie gekauft werden. Für eine bestimmte Art der Berichterstattung. Im Land des Sultans, da gibt es keine Pressefreiheit. Da gibt es keine Menschenrechte. Da dürfen viele Schriften nicht eingeführt werden, weil der Sultan es nicht will. Da gibt es Menschenrechtsverletzungen. Aber meine Augen waren blind dafür. Ich habe berichtet, so wie alle deutschsprachigen Medien über das Sultanat Oman berichten, bis heute auch. Nur positiv, nur der tolle Sultan, der so klasse ist, das wunderschöne Land, der Märchenprinz, alles andere ausgeblendet, weil ich gekauft wurde. Gehen wir weg vom Sultanat Oman. Viele haben mich gekauft, haben auch Kollegen gekauft. Sehen Sie, ich habe über die Reiseabteilung der großen Zeitung, für die ich arbeitete, immer wieder Einladungen bekommen. 5-Sterne-Einladungen. Da stand dann bei den Berichten nicht, dass ich gekauft wurde vom Land A oder B oder C. Jemenia, die staatliche jemenitische Luftfahrtgesellschaft, hat mich mal zu einer solchen Reise eingeladen. Ich habe, weil ich wirklich beeindruckt war vom Dreck in diesem Land, wie es heruntergekommen war und so weiter, habe aber gleichwohl nur positiv berichtet, weil ich wieder dorthin wollte. Und die Jemeniten fragten mich anschließend in Frankfurt, nachdem ein sehr positiver Artikel erschienen war, was ich mir denn wünschen würde. Und ich habe wirklich nur scherzhaft gesagt, Mensch, diese großen Gambas, diese ganz großen gegrillten Shrimps bei euch, die waren klasse. Da am Roten Meer, am Indischen Ozean, die waren echt klasse. Aus der Hafenstadt Mokka, wo auch der Mokka-Kaffee nach benannt ist. 2 Tage später hatte Jemenia von dort einfliegen lassen für die Redaktion. Ein Buffet mit Shrimps und so weiter. Natürlich waren wir gekauft. Wir waren bei vielen Punkten, bei vielerlei Art der Berichterstattung gekauft. Und was Sie angeht, wenn Sie sich ein Auto kaufen wollen oder irgendetwas, dann verlassen Sie sich auf Testberichte. Wir gucken doch mal, wie gut ist das Fahrzeug getestet. Ich kenne keinen Kollegen, ich kenne keinen Journalisten, der Fahrzeugtests macht. Vielleicht gibt es sie. Ich kenne viele, aber ich kenne keinen, der nicht unglaublich geschmiert wird. Ja, die kriegen von den großen Autobauern jederzeit unbegrenzt ein Fahrzeug, welchen Volumens auch immer, mit einer Tankkarte und allem. Ich habe ein Dienstfahrzeug bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gehabt, sonst hätte ich das vielleicht auch noch zusätzlich in Anspruch genommen. Ich hatte einen BMW oder einen Mercedes bei der FAZ als Dienstwagen, aber es gibt außerhalb der FAZ viele Kollegen, die das ganze Jahr über nur solche Fahrzeuge haben. Die werden eingeladen nach Südafrika, nach Malaysia, in die USA zu den tollsten Trips, wenn ein neues Auto präsentiert wird. Warum? Damit sie positiv drüber schreiben. Aber da steht nicht über diesen Berichten Werbeanzeigen, gekaufter Journalismus und so weiter. Aber das ist die Realität. Sie müssen auch wissen, übrigens, wo wir gerade beim Thema Tests sind, wem gehören welche Zeitschriften, Testzeitschriften. Wem gehört beispielsweise die Testzeitschrift Ökotest? Zu wem gehört sie? Zur SPD. Man muss es nur, so wie zur SPD, mehr als 100 Zeitungen und Zeitschriften gehören. Wir haben nicht die Zeit dazu. Es hat nichts mit einer bestimmten Partei zu tun. Aber viele Redaktionen sind von vornherein parteipolitisch ausgerichtet oder im Hintergrund stehen parteipolitische Interessen. Ich war beim Sultan von Oman und beim Tauchkurs
und hatte die USA und den German Marshall Fund erwähnt. Zurück in die USA zum German Marshall Fund. Dort sagte man mir, die wussten ganz genau, hey, sie haben doch einen Tauchkurs gemacht in Oman. Die CIA wusste das ganz genau. Und die CIA hat mir was geschenkt? Die Tauchausrüstung. Ich habe in den USA die Tauchausrüstung bekommen und ich bekam in den USA während meines 6-wöchigen Aufenthalts auf Mal, bekam ich eine Einladung aus dem Bundesstaat Oklahoma vom Gouverneur und ja, ich ging dorthin, so wie hier, es gab eine kleine Feier und ich kriegte eine Ehrenbürgerurkunde überreicht. Ich bin jetzt Ehrenbürger eines amerikanischen Bundesstaates und in dieser Urkunde steht drin, dass ich nur positiv über die USA berichten werde. Und ich habe diese Urkunde entgegengenommen und war ganz stolz darauf und habe das ganz stolz einem Kollegen erzählt, der mir dann, der in den USA arbeitete und der sagte, ha, er hat schon 31 solcher Urkunden. Das sei gar nichts. Also, nein, ich sage das nicht, weil es irgendwie witzig ist. Ich schäme mich heute wirklich dafür. Ich war gierig. Ich habe sehr viel genommen an Vorteilen, die ein Normalbürger in meinem Alter in diesem Job nicht hat und auch gar nicht haben sollte. Aber ich habe es, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, ich habe das als völlig normal empfunden, weil die Kollegen um mich herum es alle so gemacht haben. Aber es ist nicht normal. Wenn in Denkfabriken in den USA, wie beim German Marshall Fund, der Atlantikbrücke, diesen ganzen Thinktanks, wenn dort ganz viele Journalisten eingeladen werden, dann deshalb, um sie auf Linie zu bringen, um sie kumpelhaft mit sich vertraut zu machen, natürlich auch um sie einzukaufen, um sie mit Geld zu schmieren. Und das hat ganz viele Facetten, auch Facetten, über die man normalerweise nicht spricht. Als ich das erste Mal im südlichen Afrika war, in den 80er Jahren gab es dort noch die Apartheid in Südafrika. Getrennte Wohngebiete für Schwarze und Weiße. Wir hatten kein Problem damit bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bezahlte Einladungsreisen vom Apartheidsregime für Propagandaarbeit anzunehmen. Ich habe berichtet, ich wurde eingeladen von der südafrikanischen Goldindustrie, von der südafrikanischen Kohleindustrie, von der südafrikanischen Tourismusindustrie. Bei der ersten Einladung, diese Reise führte unter anderem auch nach Namibia, und in Windhoek kam ich völlig kaputt im Hotelzimmer an, gehe auf mein Zimmer und da liegt ein dunkles Mädchen in meinem Bett. Ich bin sofort rückwärts aus dem Zimmer rausgegangen, bin zur Rezeption gegangen und habe gesagt, sorry, aber das Zimmer ist schon belegt. Ich habe anstandslos ein anderes Zimmer bekommen. Passen Sie auf, was passiert? Und es gibt ja keine Zeitdifferenz zwischen dem südlichen Afrika und uns. Und am nächsten Morgen beim Frühstück, das war eine Journalistenreise, fragten mich dann Journalistenkollegen, und wie war deine? Erst war mir alles klar, was da gelaufen war. Ich hatte das wirklich da noch für einen blöden Zufall gehalten. Ich will Ihnen damit sagen, mit welchen Methoden gearbeitet wird, um Journalisten vielleicht in solchen Situationen zu filmen, zu kaufen, abhängig zu machen, einfach für sich zu gewinnen mit brutalsten Methoden, dass die auf Linie sind. Das passiert nicht bei jedem Journalisten. Also jetzt, das wäre eine Verschwörungstheorie, wenn ich sagen würde, im Hintergrund bei jedem Journalist steht irgendjemand, der die Fäden zieht. Nein, nicht jeder beeinflusst Menschenmassen. Wenn Sie, das meine ich nicht negativ, wenn Sie über den Trachtenverein in Bodenmais berichten, das ist ein Ort hier in der Nähe, oder wenn Sie in Regen für Landwirtschaftsberichterstattung, für Kultur und so weiter zuständig sind, warum sollte jemand aus der oberen Politik ein Interesse daran haben, Ihre Berichterstattung großartig zu lenken? Da passiert so etwas wahrscheinlich, meines Wissens nach jedenfalls, überhaupt nicht. Aber wenn Sie bei den großen Medien sind und weiter nach oben wollen, wenn Sie mit Politikern mitreisen, mit Staatsführern, mit Wirtschaftsbossen, die auch immer an Bord dieser Maschinen mit sind, dann passiert das. Und dann werden Sie regelmäßig dort eingekauft und Sie werden regelmäßig beobachtet.
Ich hatte Ihnen gesagt, dass ich schon während meines Studiums Kontakt zu Geheimdiensten hatte. Ich will Ihnen das auch noch kurz erklären, denn das ist sehr wichtig für diesen Vortrag. Ich hatte gesagt, ich habe Jura, Politik und Islamkunde studiert, unter anderem in Freiburg im Breisgau. Und ganz am Anfang meines Studiums kam kurz vor den Semesterferien in Jura ein Professor auf mich zu. Professoren waren damals noch Respektspersonen. Und es kam jemand auf mich zu mit einem DIN A4-Zettel. Ich sage, Herr Ulfkotte, was wollen Sie in den Semesterferien machen? Was haben Sie vor? Und ich dachte, ich kann dem Mann jetzt schlecht sagen. Ich schnapp mir meinen Rucksack, ich werde erstmal ein bisschen auf dem Bau arbeiten und dann will ich zum ersten Mal in meinem Leben, ich will das Meer sehen, nach Italien, Deutsche Vita, mit den Mädels flirten, in der Badehose am Strand liegen und einfach mal ein junger Mensch sein, die ganze Nacht durchfeiern. Das wollte ich, überlegte gerade, wie ich ihm das sagte. Da kam er mit diesem Zettel und sagte, Herr Ulfkotte, ich habe hier etwas für Sie. Ja, ein Seminar Einführung in die Konfliktforschung, 2 Wochen in Bonn. Da wollen Sie doch sicher hin. Ich überlegte gerade, wie ich dem älteren Herrn jetzt sagte, Mensch, ich will mit den Mädels flirten am Strand. Da fing er an und sagte, Herr Ulfkotte, es gibt dort 20 D-Mark Tagungsgebühr, die Sie kriegen, Teilnehmer, also Sie kriegen für jeden Tag, wo Sie dort sind, 20 Mark, eine Bahnfahrt zweiter Klasse bezahlt, Büchergeld 150 Mark zum Ende des Seminars. Sie kriegen natürlich volle Verpflegung dort. Der Mann hörte gar nicht mehr auf zu erzählen, was ich alles kriegte. Und bei mir ratterte es auf Mal im Kopf. Ich musste mir alles selbst verdienen, ich musste hart arbeiten. Auf Mal hatte ich tief im Innern heraus wahnsinnig schnell gerechnet. Man hatte auf Mal dieses unbändige Gefühl, hey, du wolltest doch schon immer ein Seminar Einführung in die Konfliktforschung machen. Also bin ich nach Bonn gefahren von Freiburg und ich sah auch andere Studenten, die offenbar diesen Trieb hatten, dort zu diesem Seminar zu kommen. Da waren auch Mädels, mit denen man flirten konnte. Wir waren so ungefähr 20 Leute. Das war sehr merkwürdig, weil wir saßen in so einem Raum wie hier. Da waren allerdings mehr Tische. Vorne war ein Pult und da saßen ältere Herren und eine Dame. Die haben immer was aufgeschrieben. Die haben uns gefragt, damals gab es noch die DDR, was wir von der DDR halten und wir mussten Rollenspiele machen. Es war irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber es wurde gut bezahlt. Wir haben uns nichts dabei gedacht, aber irgendwie war es merkwürdig. Sehr merkwürdig war, dass in diesem Haus in der Ubierstraße 88 in Bonn-Bad Godesberg, wir durften nie die Treppe ins erste Stockwerk hochgehen. Da war auch eine Kette, das war tabu. Wir durften in den Keller, da gab es ständig neue Bücher, die man kostenlos mitnehmen konnte. Damals gab es noch nicht eBay, wo man die verhökern konnte. Aber es war trotzdem interessant, sie innerhalb von Kommilitonen zu verkaufen. Jedenfalls, es war sehr merkwürdig. Aber am Ende dieses ersten 14-tägigen Seminars durfte ich diese Treppe hochgehen. Jeder einzelne von uns durfte dort hochgehen. Und dann bekamen wir eine Einladung für ein Aufbauseminar, Einladung in die Konfliktforschung dort oben. Nachdem ich 4 solche Seminare gemacht hatte, also nach 2 Jahren, fragte mich dann jemand, also sie haben sich sicherlich schon gedacht, was wir hier machen. Und er hat mir dann erklärt, dass ich an einem Test- und Auswahlverfahren des Bundesnachrichtendienstes teilgenommen habe. Ich hatte keine Ahnung davon, dass die Seminare Einführung in die Konfliktforschung in der Ubierstraße 88 in Bonn-Bad Godesberg zusammen mit der Bundeswehr unter der Regie des Bundesnachrichtendienstes stattfanden, um potenzielle mögliche künftige Kandidaten sich nur anzuschauen, noch gar nicht zu verpflichten oder sonst etwas. Man hat mich dann nur gefragt, nach 4 solchen Seminaren, ob man mich möglicherweise später während meines Berufsweges, ob man mal wieder auf mich zukommen dürfe. Und die hatten viel Geld für mich bezahlt. Meine Mutter hatte mir beigebracht, höflich zu sein. Also habe ich selbstverständlich gesagt, ja, sehr gerne. Und die kamen auf mich zu. Ich war ja dann, wie gesagt, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ab 1986, gleich zu Ende meines Studiums. Und da kam der Bundesnachrichtendienst sehr schnell auf mich zu. Warum ich Ihnen das erzähle?
Der Bundesnachrichtendienst hat, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung wusste das auch sehr schnell, und das steht auch in meinem Arbeitszeugnis, also deshalb kann ich das laut und deutlich und offen sagen, ich habe mit dem Bundesnachrichtendienst sehr enge Kontakte unterhalten. Der Bundesnachrichtendienst kam regelmäßig mit 2 Personen in die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in ein Besucherzimmer, und es gab Gelegenheiten, bei denen mir dort die Berichterstattung nicht nur vorgegeben wurde, sondern wo der BND Artikel geschrieben hat, weitestgehend vorformuliert hat, die dann unter meinem Namen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen sind. So, ich weiß, ich hole manchmal etwas aus, um etwas zu erklären, aber wenn ich jetzt hier erzählt hätte, mich hätte mich hingestellt, hätte gesagt, ja, es gibt Medienhäuser, die werden vom Bundesnachrichtendienst beeinflusst, dann können Sie mit Recht kommen und können sagen, das ist Verschwörungstheorie, wie können Sie das belegen? Ich kann es belegen. Ich kann genau sagen, dieser und jener Artikel von mir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist vom Bundesnachrichtendienst verfasst worden, weil das, was da drin steht, das kann ich überhaupt nicht gewusst haben. Ich kann nicht gewusst haben, wie in Libyen in irgendwelchen Bergstollen, welche geheimen Einrichtungen dort drin sind, was dort gerade gebaut wird. Das sind alles Dinge, von denen wollte der BND, dass sie erschienen. Und so etwas hat es nicht nur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben. So etwas hat es auch bei anderen Medien gegeben. Und ich habe das ja veröffentlicht. Wenn wir einen Rechtsstaat hätten, dann würde es jetzt, ich sage das völlig emotionslos, wenn wir einen Rechtsstaat hätten, dann würde es jetzt einen Untersuchungsausschuss geben, weil die Parteien aufstehen würden und würden sagen, egal ob die politisch links sind oder politisch eher rechts oder in der Mitte stehen, sie würden sagen, hey, was dieser Typ Ulf Kotte dort sagt und von dem er behauptet, dass er das belegen kann, das sollte man mal untersuchen, und hat es das auch woanders gegeben oder gibt es das heute auch noch? Ich darf Ihnen sagen, ja, das gibt es heute auch noch. Ich kenne Kollegen, die weiterhin diesen engen Kontakt haben, und man kann es bis vor ein paar Jahren sicherlich auch sehr gut nachweisen. Deshalb fände ich es toll, wenn es einen solchen Untersuchungsausschuss geben würde. Aber es wird ihn offenkundig nicht geben, weil niemand ein Interesse daran hat. Denn dann würde auch die Öffentlichkeit mitbekommen, wie eng verzahnt Politik, Medien und Geheimdienste in diesem Land sind. Das heißt, sehr häufig sehen Sie bei der Berichterstattung, wo Sie denken, egal ob ich jetzt die Lokalzeitung aus dem Bundesland A nehme, ob ich den Fernsehsender aus dem Bundesland B, den Lokalsender einschalte, ob ich die ARD, ZDF, die Bild-Zeitung nehme oder die großen, angeblich so renommierten Zeitungen, legen Sie diese, auch die Hörfunkberichterstattung gehört dazu, legen Sie diese Nachrichten alle mal nebeneinander und Sie werden zu mehr als 90% eine sehr große Schnittmenge finden, dass wie gleichgeschaltet berichtet wird. Dass es sehr viele Themenfelder, sehr viele Nachrichten gibt, über die entweder gar nicht berichtet wird oder es wird, ich behaupte subjektiv, sehr einseitig berichtet. Das kann man sich nur dann erklären, wenn man diese Strukturen im Hintergrund kennt, wie die Medien umgarnt werden, gekauft werden, einvernommen werden von Politik und von Geheimdiensten, wobei Politik und Geheimdienste eine Einheit bilden. Es gibt ja im Bundeskanzleramt in Deutschland einen Geheimdienstkoordinator. Ich darf Ihnen sagen, beim früheren Geheimdienstkoordinator Bernd Schmidbauer, unter Kohl war er Geheimdienstkoordinator, bin ich im Kanzleramt ein- und ausgegangen und habe dort stapelweise als geheim oder als vertraulich oder sonst was eingestufte Unterlagen bekommen, die ich gar nicht hätte haben dürfen. Und zwar so viele, dass wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eigens Aktenschränke dafür angeschafft haben. Nicht nur ich bekam diese Unterlagen. Es müsste der Herr Schmidbauer eigentlich für das, was er gemacht hat, ins Gefängnis gehen, wenn wir einen Rechtsstaat hätten. Oder es müsste auch dort einen Untersuchungsausschuss oder ein Strafverfahren geben. Weil er kann nicht Journalisten wie mich, er hat mich beispielsweise, wenn ich Dinge nicht mitbekommen konnte, weil es zu brisant war, dann gab es einen anderen Trick. Es gab den Trick, mich im Kanzleramt in einen Raum einzuschließen. In diesem Raum waren genau die ganzen Unterlagen, die ich einsehen durfte. Und ich hatte entweder ein Aufnahmegerät dabei und habe alles
aufs Aufnahmegerät gesprochen, habe es abfotografiert oder habe aufgeschrieben, je nachdem, wie ich Lust hatte. Und wenn ich fertig war, habe ich über die Hausleitung angerufen, dass wieder entriegelt wurde, dass ich wieder raus konnte. So hat das keiner mitbekommen. Es gab tausenderlei Tricks, oder es gab die Möglichkeit, dass in meinem Briefkasten nicht gekennzeichnete Umschläge waren mit Dingen, die wir im Kollegenkreis brauchten. Das sind natürlich Dinge, die verboten sind. Aber sie bekommen das nur, natürlich, wenn sie auf Linie sind mit der Politik. Hätte ich geschrieben, Bundeskanzler Helmut Kohl, das ist alles Quark, ist alles Käse, ist ein ganz großer Idiot und auch das, was Herr Schmidbauer macht, dann hätte ich natürlich nichts mehr bekommen. Das heißt, wenn Sie heute in Zeitungen Vorankündigungen haben, wir werden ganz groß berichten aus Geheimdienstunterlagen, dann hat da keiner aus diesem Medienhaus einen Tunnel gegraben unter den Bundesnachrichtendienst und irgendwie irgendetwas da heimlich herausgeschafft, schweißgebadet, sondern er hat die kooperieren so gut mit dem jeweiligen Geheimdienst, mit dem militärischen Abschirmdienst, mit dem Bundesnachrichtendienst, mit den Verfassungsschutzämtern und so weiter. Wenn sie interne Dokumente bekommen, kooperieren sie so gut, dass sie das als i-Tüpfelchen für wohlgefälliges Verhalten bekommen. Sehen Sie, so wird man letztendlich gekauft. Und man wird so weit gekauft, dass man irgendwann nicht mehr dort herauskommt aus diesem System. Wenn ich Ihnen schildere, wie Ihnen Prostituierte zugefügt werden, wie sie geschmiert werden mit Fahrzeugen, mit Geld. Ich habe mal versucht aufzuschreiben, was ich alles an Geschenken bekommen habe, womit was ich alles geschmiert worden bin. Ich habe es irgendwann aufgegeben. Ich habe ohnehin vor vielen Jahren damit Schluss gemacht, vor mehr als einem Jahrzehnt. Das macht es nicht besser, dass ich das alles heute bereue. Aber ich weiß, dass es vielen Journalisten so ergeht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Journalisten aufstehen würden und würden sagen, sie machen das alles nicht weiter mit, sie finden das auch nicht richtig, aber ich sehe da keine Chance, weil die Medienunternehmen, denen geht es ohnehin sehr schlecht, was soll ein Journalist dann morgen machen? Es ist nicht so, dass da draußen Zehntausende auf jemanden warten, der irgendwo aufhört, sondern es ist so, dass Zehntausende Journalisten einen Job oder einen Auftrag suchen. Das heißt, aus reiner Not ist man froh um jeden Teil, wo man geschmiert dann Redaktion da drüber steht oder nicht darüber steht, über einem Artikel, der eigentlich ein Werbeblock ist, ist ganz egal. Man macht das alles mit. Und ich kenne doch inzwischen einige, auch renommierte Journalisten, die gerne aussteigen würden, aber wenn sie beim öffentlich-rechtlichen Sender sind, stellen sie sich vor, sie stehen auf und sagen, was sie alles bekommen haben, wie das im Kollegenkreis funktioniert, dass sie politische Vorgaben haben und so weiter. Sehen Sie, am 30. September, das ist erst wenige Tage her, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel, ich weiß nicht, vielleicht zeigen diejenigen mal auf, die es wissen, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat alle Intendanten der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu sich ins Kanzleramt gebeten, ich behaupte zitiert, und hat mit ihnen darüber gesprochen, wie jetzt zu berichten ist über die Politik der Kanzlerin. Wer von Ihnen hat es mitbekommen oder wer? 2, 3, 4, 5, also ein winziger Teil nur. Das ist aber Realität. Kanzlerin Merkel hat schon vor 6 Jahren, zu Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise, erst regelmäßig auch die Chefredaktion, irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Mikrofon manchmal aussetzt, Kanzlerin Angela Merkel hat schon vor etwa 6 Jahren zum ersten Mal die Chefredakteure der großen Medienhäuser zu sich eingeladen, und zwar mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass die Medien von da an die Realität schönen, und zwar im Sinne der Politik. Nun könnte ich das einfach hier behaupten und könnte sagen, das ist so und so. Dann müssten Sie mir das glauben oder auch nicht. Aber ein paar Journalisten, die dabei waren, haben inzwischen darüber berichtet. Deshalb wiederhole ich, Kanzlerin Merkel hat mehrfach inzwischen Chefredakteure eingeladen und hat
Ihnen gesagt, sie wünscht nicht, dass die Bevölkerung wahrheitsgemäß offen über die Probleme da draußen unterrichtet wird, beispielsweise vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise. Wenn die Bürger wissen, was da alles auf sie zukommt, dann rennen die nämlich los und holen ihr Geld von der Bank. Also, alles schön, wir haben alles im Griff, die Sparguthaben sind sicher, lächelt, schaut euch gegenseitig an, gebt euch die Hände, alles wird gut. So soll berichtet werden. Meine Damen und Herren, das, was ich gerade sage, ist belegbar, ist Fakt, ist keine Verschwörungstheorie. Ich habe das gerade zum Schluss ein bisschen überzeichnet, natürlich satirisch überzeichnet. Aber ich frage mich, wenn Sie sich die Zustände anschauen, hier in diesem Land, ist das die Demokratie, wie sie im Grundgesetz steht, mit Meinungsfreiheit, mit Pressefreiheit, wo man Angst haben muss, wenn man nicht der vorherrschenden politischen Korrektheit entspricht, sofort Ärger zu bekommen? Ist das die Republik, für die unsere Eltern und Großeltern lange gekämpft haben, die sie aufgebaut haben? Ich behaupte, dass wir mehr und mehr als Bürger zu einem Volk von gleichgeschalteten Duckmäusern geworden sind, die den Mund nicht aufmachen. Dabei ist es doch so schön, Pluralität und eine Vielfalt an Meinungen zu haben, aber die wird sofort niedergeknüppelt, derzeit ganz offenkundig. Zu meinen Erfahrungen, wir wollten ja noch eine ganze Zeit, wenn Diskussionsbedarf besteht, gleich auch noch darüber diskutieren. Zu meinen Erfahrungen mit Journalismus kann ich Ihnen generell sagen, dass ich alle Medien, die kostenpflichtig sind, subjektiv gekündigt habe, aus den Gründen, die ich Ihnen genannt habe, weil es kommt sehr häufig dann die Frage, ja, wem kann ich bei den bezahlbaren Medien noch vertrauen? Natürlich gibt es dort welche, die ich auch unterstütze. Die sind sicherlich auch politisch ausgerichtet, das muss man glasklar dazu sagen, aber die sind alle sehr klein. Und die werden auch nicht rasend schnell sehr groß werden. Also, aber die großen Medien, die ich mal abonniert hatte, die habe ich alle gekündigt. Ob das der Spiegel war, ob das die Frankfurter Allgemeine Zeitung war, all diese Medienhäuser. Und ich würde sehr gern auch es schaffen, keine GEZ-Gebühren mehr zu bezahlen, ohne dass ich dann wen auch immer am Hals habe und irgendwann vorübergehend inhaftiert werde, weil ich auch Bußgelder nicht bezahle. Aber vielleicht kann mich hier jemand unterrichten, wie das funktioniert, ohne dass man diesen ganzen Ärger hat. Ich möchte diesen Art des Journalismus künftig jedenfalls nicht weiter finanzieren und kann Ihnen nur den Rat geben, sich bei den alternativen, unabhängigen Medien, bei den vielen Foren, die es da gibt, für die ich jetzt gar keine Werbung machen will. Der ein oder andere weiß sicherlich, dass ich unter anderem für die Seiten des Kopfverlages schreibe, aber es gibt so viele Portale und jeder Mensch ist anders in der politischen Ausrichtung, in der kulturellen und so weiter. Uns eint nur alle, egal ob wir schwarz oder weiß sind, religiös oder nicht religiös, politisch links oder rechts oder nirgendwo stehen, wir wollen doch alle die Wahrheit wissen. Wir wollen doch wissen, was passiert wirklich da draußen. Und gerade bei den Thematiken, die uns heutzutage brennend beschäftigen, Asylthema, Flüchtlingsthema, die Finanzkrise, marode Infrastruktur überall, man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Gerade vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass die Menschen die Wahrheit erfahren. Und ich stelle doch sehr, zu meinem sehr großen Erstaunen fest, dass wir sowohl bei den Medien als auch in der Politik inzwischen offenkundig eine Leitlinie haben, wo es lautet, den Bürgern immer mehr Sand in die Augen zu streuen, um sie ruhig zu halten. Was macht es für einen Sinn? Man kann zum Flüchtlingsthema ganz unterschiedlich diskutieren, ganz sicher mit guten Gründen. Aber wichtig für Sie als Bürger, um entscheiden zu können, wie weit trage ich das mit, für Sie sind Fakten wichtig für die Zukunft. Das heißt, wie viele Personen werden kommen, wie viel wird das an meinem persönlichen Wohlstand oder wird das persönliche Wohlstandseinbußen, wird das Renteneinbußen und so weiter bedeuten. Dann kann man mit den Leuten darüber sprechen, ganz offen sprechen. Aber zu sagen, erstmal machen wir alle Grenzen auf und das bedeutet eigentlich überhaupt nichts Negatives,
Das ist sehr merkwürdig. Was ich Ihnen jetzt sage, ist nicht der Werbeblock. Sie sollen das, ich weiß, dass da vorne einige liegen, aber ich sage es nicht, damit Sie Bücher kaufen, sondern aus einem völlig anderen Grund, der Ihnen gleich klar wird. Ich habe angefangen, vor 18 Jahren ungefähr, zu bestimmten Thematiken Bücher zu schreiben. Die sind, und deshalb muss ich es nicht sagen, die sind millionenfach insgesamt verkauft worden. Es geht mir nicht darum, dass Sie Bücher kaufen. Jetzt, für mich ist jetzt wichtig, wenn Sie sich die Titel anhören, dann sehen Sie für die letzten 10 Jahre eine bestimmte Linie darin. Dieser Linie kann man so oder so gegenüberstehen, aber ich habe immer versucht, aufgrund meiner subjektiven Erfahrungen, die ich viele Jahre in Nahost und Afrika gemacht habe, ich habe immer versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass es Migrationsströme geben wird von Menschen aus Kulturkreisen, die so sind, als ob wir in einen Motor, der nun mal wie ein Kulturkreis ist, wenn Sie in einen Dieselmotor Benzin tanken, dann weiß jeder, was passiert. Der Motor ist klasse, Diesel ist klasse. Aber wenn Sie zu viel Benzin da rein passieren, dann stottert der tanken, dann stottert der Motor erst und irgendwann läuft er gar nicht mehr. Ich habe versucht, darauf aufmerksam zu machen, mit drastischen und weniger drastischen Worten, was da auf uns zukommt und immer schneller auf uns zukommen wird, mit Titeln wie SOS Abendland, ich sage es jetzt aus dem Kopf, Vorsicht Bürgerkrieg, kein Schwarz, kein Rot, kein Gold, Heiliger Krieg in Europa, Mekka Deutschland. Mir geht es nur darum, Ihnen zu sagen, wenn Politiker heute sagen und Medien sagen, deshalb sage ich das, das hat alles keiner voraussehen können, das kommt alles völlig überraschend. Meine Damen und Herren, da kommt gar nichts überraschend. Diese Migrationsströme, vor diesen Migrationsströmen, und jetzt vergessen Sie mich, seit Jahren warnen internationale Organisationen, seit Jahren warnen Politiker, warnen Experten vor genau dem, was passiert. Und es ist absehbar, wenn wir jetzt im Hintergrund hier eine Karte von Nordafrika und dem Nahen Osten hätten, wenn der Westen Länder wie Libyen, Tunesien, Ägypten, Syrien, Land für Land destabilisiert, den Irak, dort Saddam Hussein stürzt, Afghanistan, wie viele Dutzende Milliarden haben wir als Europäer und vor allem auch als Deutsche dort bezahlt für einen Krieg, wo wir angeblich Frieden und Freiheit am Hindukusch verteidigen sollten? Und hier vor der eigenen Haustür haben wir den Hindukusch jetzt bald. Wir haben keine Stabilisierung in Afghanistan. Dutzende deutsche Soldaten sind völlig umsonst ums Leben gekommen. Wir haben eine instabilere Situation als je zuvor. Man kann dazu stehen, wie man will, sicherlich. Ich sage Ihnen nur, die Flüchtlingsströme, diese Flüchtlingsströme, die sind doch nicht vom Himmel gefallen. Es ist doch absehbar, wenn ich ein Land bombardiere, destabilisiere, dass Menschen, so ist es immer in der Geschichte, auch es hat auch nichts mit dem Nahen Osten und Nordafrika zu tun. Ich habe genügend Kriege in Afrika gesehen, natürlich lösen die Flüchtlingsströme aus. Aber wir haben das alles nicht sehen wollen, wir haben uns nicht darauf vorbereitet und jetzt reagiert man völlig panikartig und das Einzige, was mich dabei stört, ist, wenn Medien und Politik aus angeblich tiefster innerer Überzeugung sagen, es kam ja alles völlig überraschend. Sind die alle betrunken? Was rauchen die? Was schlucken die, dass die sich so verhalten? Meine Damen und Herren, ich habe jetzt ungefähr eine Stunde gesprochen. Falls Sie Lust haben, dass wir jetzt mit der Diskussion anfangen, weil ich sehe da zwischendurch immer Finger, die hochgehen, dann können wir gerne in eine Diskussion über all die facettenreichen Themen eintreten, von der Asylproblematik über Journalismus, Medien bis zu den transatlantischen Strukturen im Hintergrund, was Sie vermissen an diesem Vortrag, was Sie sich noch wünschen. Ich sehe da schon, wie Finger hochgehen. Es hat jemand ein Mikrofon. Ja, genau. Dann bitte ich den Oliver, mit dem Mikrofon vielleicht hinzugehen. Bitte sehr, der Herr, dann fangen wir gern an. Ansonsten mache ich gleich mit dem Vortrag weiter. Gerne.
Weit, lieber weiter Vortrag. Gut. Okay. Ich kann wieder, ja super, ich kann wieder weitersprechen. Also meine Damen und Herren, es gibt vielerlei Möglichkeiten, Journalisten zu kaufen. Sie fragen sich sicherlich im Hintergrund derzeit, warum ist beispielsweise bei der Asylproblematik, warum ist es so, dass die Medien dort alle, dass diejenigen, die sich dazu äußern, die Kommentare schreiben, die unser Denken vorgeben sollen, dass die sich weitestgehend alle ähnlich äußern. Dazu muss man wissen, wie werden Journalisten innerhalb des Journalismus eigentlich gekauft, geködert und prämiert. Sie alle kennen das System, wenn Sie einkaufen gehen, da gibt es diese Siegel, DLG-Siegel, Bronze, Silber und Gold. Wenn Sie zum Discounter, ich nenne mal Namen, Lidl gehen, dann werben die damit, unsere Produkte haben, ich weiß nicht, 2793 DLG-Siegel bekommen. Diese DLG-Siegel, ich komme gleich auf die Journalisten, die kriegen nämlich ähnliche Siegel. Diese DLG-Siegel, die können Sie kaufen als Firma. Da zahlen Sie Geld dafür, dass Ihre Produkte, Sie müssen Mitglied in einem Verein sein, dann werden Ihre Produkte begutachtet, dann kriegen Sie für 2 Jahre, wenn Sie die Summe X bezahlen, dann kriegen Sie ein bronzenes, silbernes oder goldfarbenes Siegel für 2 Jahre und danach dürfen Sie die Produkte wieder erneut verkosten lassen und 90% der Produkte der Firmen, die dort einbezahlen, von denen kriegen dann die Produkte auch ein solches Siegel. Das ist egal, ob das Zott Sahnejoghurt oder ich will die Firmen alle nicht nennen oder Haribo oder wer auch immer. Dahinter steht ein Prämienmodell, da zahlt man ein und dann kriegt man ein solches Siegel und der Kunde denkt, boah, mit Gold prämiert, das muss gut sein. Dabei ist das System dahinter sehr anrüchig. Das gleiche System finden Sie im Journalismus, bei unseren Medien. Sehen Sie mal, meine Damen und Herren, diese unendlich vielen Journalistenpreise, die es da draußen gibt, die sind nichts anderes wie im Supermarkt diese DLG-Siegel. Was glauben Sie denn? Glauben Sie denn, dass die politischen Parteien, dass die Wirtschaftsunternehmen, glauben Sie, dass die kritischen Journalismus über den VW-Motor prämieren? Dieser Journalist in den USA oder wer auch immer hat hervorragend aufgegriffen, irgendwelche Manipulationen oder dass ein Fahrzeug nicht so gut ist. Glauben Sie, dass das prämiert wird von irgendeinem Unternehmen? Jemand hat extrem kritisch berichtet über die Machenschaften einer politischen Partei und diese Partei belohnt das jetzt mit dem parteipolitischen ABC-Preis? Nee. Die Parteien haben alle Stiftungen, die Parteien haben alle Organisationen, die Wirtschaftsunternehmen, jeder da draußen vergibt irgendwo Preise, ob das das Deutsche Rote Kreuz, also ob das gemeinnützige Organisationen sind, ob das Stiftungen sind, Parteien, Wirtschaftsunternehmen, jeder da draußen vergibt Preise. Und prämiert wird nicht, wer jetzt besonders kritisch über das eigene Werk, Tun und so weiter aufgeklärt hat, sondern wer ins System reinpasst, bei dem man sich bedanken möchte. Und solche Journalistenpreise sind natürlich auch hoch dotiert. Ich habe das häufig genug mitgemacht. Ich habe in solchen Jurys gesessen, da wird dann ausgesucht, wer jemand, ich habe auch solche Preise bekommen. Aber diese Preise, da kriegen Sie dann 5.000, 10.000, 15.000 Euro auch noch mit einem solchen Preis. Und der Kunde, das sind Sie, der denkt dann, boah, da haben 3 Journalisten der XY-Zeitung haben den ABC-Preis bekommen. Boah, hervorragenden Journalismus. Dabei haben die den bekommen für besonders linientreue oder besonders firmenergebende Berichterstattung. So, das Gleiche, es gibt ja ein Thema, was viele von Ihnen derzeit bedrückt, das Gleiche, gibt es beim Thema Asylindustrie. Haben Sie sich mal gefragt, die Journalisten, die im Fernsehen auftauchen, von welchen Organisationen kommen die, die jetzt vorrangig über Asyl berichten? Oder wer ist denn da verzahnt mit der Asylindustrie? Wer hat denn dort welche Interessen? Also ich will jetzt mal ganz neutral über die Asylindustrie berichten, aber erstens mal sollten Sie wissen,
dass die vielen Flüchtlingsheime, die es hier draußen im Land inzwischen flächendeckend gibt, da verdienen nicht nur, ich muss immer lachen, wenn es in den Medien heißt, ja, die Schlepper machen sich da die Taschen voll und wer verdient noch? Und die Miethaie, Schlepper und Miethaie. Ja, und was ist mit all den anderen, die da dran verdienen? Was ist mit Journalisten? Was ist mit Politikern? Wussten Sie, dass politische Parteien, wieso sagen die nicht im Fernsehen von der SPD, ich habe nichts gegen die SPD, nichts gegen bestimmte Parteien, aber ich fände es ordentlich, wenn Sigmar Gabriel sich nicht nur hinstellen würde oder andere Politiker würden sagen, wir betreiben die auch im Eigeninteresse, weil wir selbst betreiben auch Flüchtlingsheime über unsere SPD-Organisation, die AWO, die Arbeiterwohlfahrt, ist von der SPD gegründet worden. Sie betreibt selbstverständlich und unterhält Flüchtlingsheime. Das wiederum hilft einer bestimmten Gruppe von Anhängern der SPD. Das gibt es auch bei anderen Parteien. Das hat nichts mit einer Partei zu tun. Aber ich fände es ordentlich, wenn jeder seine Verflechtungen deutlich machen würde, bis ins letzte Glied. Ich fände es ordentlich, wenn bei der Süddeutschen Zeitung die Kamera läuft und ich sage es ganz laut und deutlich, ich fände es ganz ordentlich, wenn bei der Süddeutschen Zeitung der Heribert Prantl, ich glaube, er ist Chef der Innenpolitik, laut und deutlich sagen würde, dass er auf Seiten der Asylindustrie steht und dort eine Organisation unterstützt, die Asylbewerber dabei berät, wie man das meiste hier aus dem Rechtsstaat Deutschland herausholen kann. Das sollte man laut und deutlich, wenn man jeder, der Interessen vertritt, wer also Kommentare schreibt, ich glaube, Heribert Prantl schreibt, wenn ich mich recht aus dem Kopf erinnere, Kommentare wie, man solle möglichst viele Flüchtlinge hereinlassen und sie alle in Ostdeutschland, überall in ländlichen Gebieten ansiedeln. Ich bitte einfach all die Journalisten, auch die anderen, einfach sich dazu zu bekennen und dem Leser mitzuteilen, welche Interessen man hat. Wenn ich Ihnen, ich habe jetzt einen Innenpolitikchef erwähnt von der Süddeutschen Zeitung, ich darf Ihnen sagen, es gibt auch Innenpolitikchefs anderer Zeitungen, wie bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist heute der Chef der Außenpolitik, heißt Klaus-Dieter Frankenberger. Da darf ich Ihnen sagen, Sie erinnern sich noch, dass ich Ihnen erzählte vom Sultanat Oman und wie ich dort geschmierte Einladungsreisen entgegengenommen habe. Der heutige Außenpolitikchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wenn es geht, hätte ich gern noch ein Wasser. Der heutige Chef der Außenpolitik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat auch ganz viele bezahlte Einladungsreisen ins Sultanat Oman angenommen. Danke sehr. Bezahlte Einladungsreisen angenommen und dieses in seiner Berichterstattung über das Sultanat Oman nicht kenntlich gemacht. Das heißt, unabhängig von Asylpolitik, Asylthemen, finde ich es wichtig, wenn man sich dazu bekennt, zu solchen Dingen. Jetzt habe ich wieder 10 Minuten gesprochen, ich merke nur, wie meine Stimme etwas... Entschuldigung. Wenn es Fragen gibt, können wir, dann kann ich mich einen Moment... machen wir gerade vielleicht zwischendurch mal eine Frage. Danke. Ich versuche langsam zu formulieren, damit Sie ein bisschen die Stimme schonen können. Wie beurteilen Sie denn aufgrund Ihrer sehr vielfältigen Erfahrung die Validität der Aussagen von Snowden? Sehen Sie da eher ein Fake, was die Menschen irreführen soll hier im Westen, oder halten Sie das Ganze für eine valide Angelegenheit? Alle Enthüllungen von Edward Snowden haben mich und Personen, die wir jetzt direkt hier aus dem Raum heraus anrufen können, Ex-BND-Leute, ich kann auf Lauthören schalten, die haben uns völlig schockiert, aus dem Grund, weil das alles in Fachkreisen bekannt gewesen ist. Es gab wirklich nichts, was in Fachkreisen nicht bekannt war. Gewundert haben wir uns nur immer, warum die Politik das alles so zugelassen hat. Dass deutsche Wirtschaftsunternehmen viel großflächiger ausgespäht wurden, als es in der Öffentlichkeit bekannt war, dass deutsche Bürger flächendeckend abgehört wurden, dass alle Telefongespräche, die man
in Europa, es hat nichts mit Deutschland zu tun, alle Telefongespräche, die man hier führt, schon seit etwa 10 Jahren in den USA digital gespeichert werden. Also die wissen in den USA, da sitzt niemand, der das in Echtzeit alles mithört, die haben nicht 20 Millionen oder 40 Millionen Chinesen engagiert, die unsere Sprachen lernen und das alles in Echtzeit auswerten. Aber es war bekannt, dass an mehreren Orten in den USA die Kommunikation in Europa, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, aufgezeichnet wird, vor allem langfristig gespeichert wird, falls man sie irgendwann mal brauchen kann. Es war auch bekannt, es gab Firma, jetzt läuft hier eine Kamera, dann nenne ich den Namen der Firma nicht, es gab eine Firma, die, eine amerikanische Firma, die Glasfaserknotenpunkte in Deutschland wartet, die führend dort tätig war, wo an den Glasfaserknotenpunkten deutsche Mitarbeiter auf deutschem Gebiet keinen Zugang, ich kann es nicht für Stand heute sagen, aber keinen Zugang hatten, möglicherweise auch heute noch nicht. Das hat mich, ich habe es 2001 zum ersten Mal gehört und das hat mich umgehauen, dass es so etwas in Deutschland gibt. Aber deshalb, Ihre Frage war ja eher, wie überraschend kam das und ist das Ganze vielleicht ein gezielter Schwindel gewesen? Den zweiten Teil der Frage, also ist das vielleicht ein gezielter Schwindel gewesen, ist die Empörung in den USA nur gespielt? Ich bin mir da nach wie vor nicht sicher, aber ich tendiere ehrlich gesagt in die Richtung, dass das Ganze inszeniert war, um von anderen Dingen abzulenken. Ich bin überzeugt davon, dass man in der Weltpolitik Menschenmassen durch die mediale Berichterstattung, durch Aufmerksamkeit, durch Skandalisierung zu bestimmten Zeitpunkten ablenkt. So wie derzeit ganz Deutschland über Flüchtlingsströme spricht und auch sprechen wird. Und was dann an Truppenbewegungen oder sonst wo woanders passiert, ist bei uns völlig aus dem Blickwinkel. Bei uns ist völlig weg, wenn morgen die Griechen oder wer auch immer sagen würden, wir brauchen wieder 90 Milliarden Euro oder irgendein anderes bankrottes EU-Land, dann würden wir auf einmal sagen, hey, die gibt es ja auch noch. Bei uns ist alles andere weg. Also man kann Menschen auch mit bestimmten Thematiken ablenken und ich habe subjektiv den Eindruck, dass das ein Ablenkungsmanöver über längere Zeit gewesen ist. Ja. Bitte sehr, der Herr. Also mich würde mal interessieren, was Sie dazu bewogen hat, von dem Luxusleben auszusteigen und in Anführungszeichen zum Verräter zu werden. Ich habe eine sehr schwere Krebserkrankung hinter mir. Ich habe 3 Herzinfarkte gehabt. Und irgendwann fragt man sich in seinem Leben, was man an Warnungen noch alles bekommen muss. Meine Frau hat eine Schweizer Bank geleitet und wir sind beide ausgestiegen, das muss ich dazu sagen. Wir haben ohne Netz und doppelten Boden, nicht wissend, wovon wir morgen leben würden, gesagt, das wollen wir beide nicht mehr weitermachen. Meine Frau hat gesagt, sie möchte, das war 2003, sie wohl sehend, wohin das alles führt, die Leute, die Menschen da draußen abzuzocken, über Zins, über Wucherzinsen, und Versprechungen in Papiergeld. Wir hatten unsere Beweggründe zu sagen, das kann es nicht sein, das wollen wir nicht. Vor allem, wir sehen, wohin das führt. Wir haben damals gewohnt im Speckgürtel von Frankfurt, im Taunus, in einem sehr noblen Viertel. Und wir haben unser kleines, teures Häuschen dort verkauft und haben gesagt, wir möchten irgendwo aufs Land, wir möchten keine Nachbarn mehr haben, nicht weil die Nachbarn doof waren, die wir vorher hatten, aber wir wollen einfach mehr unsere Ruhe haben, wir wollen mit Tieren leben und wir wollen uns vorbereiten auf die Zeiten, die kommen werden, wenn das hier in Richtung Zusammenbruch geht. Das erschien damals in unserem Freundes- und Bekanntenkreis als völlig absurd. Als ich damals gesagt habe, oder meine Frau auch, wenn sie gesagt hat, das mit dem Papiergeld,
mit der Verschuldung, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Wieso? Der Bäcker hat noch offen, die Rentenzahlung kommt, Hartz IV läuft, das Wohngeld kommt, Sterbegeld kommt. Wird doch alles pünktlich überwiesen. Und ihr glaubt irgendwie, dass da sich irgendwas dran ändert. Die Politik und die Medien sagen doch, ist alles ganz toll. Also das hat lange gedauert, bis das auch in unserer Umgebung so gesehen wurde. Und wenn man, ich habe damals angefangen zu sagen, dass ich weite Teile meines Arbeitserlöses, wenn ich was spare, dass wir beispielsweise in Edelmetallen sparen. Wir wurden für verrückt erklärt, da konnte man mit überhaupt niemandem drüber sprechen. Also was hat uns bewogen? Uns hat bewogen ein vorsichtiger Blick in die Zukunft, rückblickend das schlechte Gewissen. Ich schäme mich für das, was ich früher gemacht habe, aber ich kann auch aufstehen und kann andere darum bitten, auch aufzustehen und damit auch nicht weiterzumachen. Übrigens, ich habe gesagt, dass ich Millionen Bücher verkauft habe. Sie können sich nicht vorstellen, wie hoch der Preis ist, wie hoch der materielle Preis ist. Wenn Sie Bücher schreiben, in denen Sie Namen von Menschen nennen, so wie ich das eben gemacht habe, so wie ich es regelmäßig in Vorträgen mache, wenn Sie sagen, der und der hat sich bestechen lassen, wenn ich sage, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was weiß ich, der und der, mir fallen die Namen gerade nicht ein, sonst würde ich es gerne direkt wieder sagen, der und der hat von ThyssenKrupp oder sonst wem so und so viel Geld entgegengenommen für eine firmengeneigte Berichterstattung. Wenn Sie viele Dinge so beim Namen nennen, dann gibt es natürlich sehr viele Verfahren. Und die können sehr schnell, sehr kostspielig werden. Ich hatte ein Buch, wie hieß es, der Krieg in unseren Städten. Dieses Buch hat mir und dem Verlag, der inzwischen pleite ist, dieses Buch hat 32 oder 36 Klagen zeitgleich vor Zivilgerichten. Können Sie sich das vorstellen? Mehr als 30 Klagen auf Schadensersatz und Schmerzensgeld zeitgleich von Personen, die erwähnt wurden in dem Buch, die gesagt haben, nö. Ulf Kotte zitiert dort zwar aus polizeilichen geheimen Ermittlungsberichten, aus Unterlagen von Staatsschutz und Verfassungsschutz, die konnte ich auch vor Gericht vorlegen, aber der Gerichter hat dann, wenn ich sagte, Person XY ist des Islamismus verdächtig, wäscht Geld für den und den und so weiter, dann habe ich das zitiert aus Ermittlungsunterlagen, die als geheim oder als Verschlusssache eingestuft waren. Dann hat der Richter, der Verlag und ich dachten, wir können das doch alles belegen. Dann hat der Richter gesagt, ja, wer hat denn die Berichte angefertigt, der soll jetzt mal aussagen vor Gericht. Dann haben die natürlich keine Aussagegenehmigung bekommen, damit war das Papier grad wertlos und damit wurden wir verurteilt. Wir haben 32 Verfahren verloren, obwohl wir alles belegen konnten, weil es keine Aussagegenehmigungen gab. Wir haben das Buch dann vom Markt genommen und ich habe mehr als 150.000 Euro damit verloren, allein mit dem Buch. So etwas kann Sie wahnsinnig schnell, sehr schnell ruinieren. Wenn Sie aufstehen und Personen namentlich erwähnen und sagen, der macht das und das. Deshalb bin ich vor allem auch dem Verlag, der das überhaupt macht. Finden Sie heute mal einen Verleger, der dieses Risiko eingeht. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass es noch ein, zwei Verleger in Deutschland gibt, die sowas machen. Bertelsmann. Bertelsmann bringt pro Jahr 11.000 Bücher auf den Markt. 11.000 neue Titel. Die setzen weltweit, wenn ich das richtig sehe, verkaufen die pro Jahr ungefähr 500 Millionen Bücher pro Jahr, was die umsetzen über den Tresen. Aber da sind solche Bücher nicht dabei. Solche Bücher, ich war ja früher bei Bertelsmann, bei Heine, bei diesen ganzen großen Verlagen. Alles, was richtig Ärger bringt. Es muss alles gleichmäßig sein, sollte nicht anecken, schön, einheitlich. Deshalb bin ich dankbar, dass es Oliver Geschitz, dass es Jochen Kopp und viele andere kleinere gibt, die noch den Mut haben, Bücher zu verlegen, die politisch nicht korrekt sind. Ich sage danke, ja. Der Dank ist für Oliver. Ja. Da gab es weitere
Im Moment. Kann ich bitte noch ein Wasser bekommen? Entschuldigung. Danke. Ja. Ich wollte es nur leise sagen, ja. Sehr gerne. Ich glaube, das war sogar im Kopf gelesen, dass dieser Tage in München ein internationaler Schlepper- und Schleuserkongress stattfindet. Ich hielt das erst für einen groben Scherz, aber die annoncieren ja wirklich im Internet mit Seite. Und vielleicht könnten Sie das mal kommentieren. Das ist also für mich klingt das genauso, als wenn, weiß nicht, die Mafia im Olympiazentrum einen öffentlichen Konvent hält. Also die haben das, ich habe mich damit nicht intensiv beschäftigt, aber ich habe es am Rande mitbekommen. Aus Steuergeldern wird dort finanziert. Korrigieren Sie mich, wenn ich etwas grob falsch darstelle. Ich meine, es ist eine Kunsteinrichtung. Ich weiß nicht, ob es Kammerspiel, es war irgendwas mit, genau, ich wusste nicht, war es ein Theater oder, also es ist de facto, es ist als künstlerische Aktion, glaube ich, inzwischen. Also ja, ich habe die Empörung darüber mitbekommen, aber es war wohl nicht so, dass echte Schlepper dort auftreten sollten, echte Menschenschleuser. Herr Prantl spricht. Ja, dann nehme ich alles zurück. Okay. Ja. Es gibt einen Preis, wieder ein. Die goldene Lisa, ein Preis wird ausgelobt. Ich habe ja Gänse. Ich rette meine Frau und ich, wir retten Gänse vor dem Pfannen oder Pfannentod und unter anderem meine Lieblingsgans heißt Lisa. Ja, dort aus, die haben wir vor, ich glaube, 3 Jahren haben wir sie gerettet. Miss Marple, Lisa, Ludwig. Oh, wir haben so viele und ganz viele. Was wir noch? Wir sind ja auf einen kleinen Bauernhof im Außenbereich gegangen. Was wir noch haben und halten, sind Enten, und zwar sogenannte Fleischenten, die nicht flugfähig sind, und zwar die vom Aussterben bedrohten alten Haustierrassen, so wie Altrainer. Also früher hatten viele Familien auf den Dörfern Fleischenten, und irgendwann sind die alle gegessen worden, und da gibt es von Altrainern gibt's angeblich nur noch 150 Stück, und so habe ich verschiedene, wer kennt noch Emdener Gänse oder so? Heute gibt es nur noch die Pommerngänse, also ist so ein Hobby von uns, vom Aussterben bedrohte Tierrassen. Wir essen die nicht, wir füttern die. Und, ja. Danke. Sonst? Herr Ulfgotte, ich habe eine Frage, und zwar, wir sind ja in unseren Kreisen eigentlich im Wesentlichen übers Internet vernetzt. Ja. Halten Sie die Möglichkeit für gegeben, dass irgendwann dieses Internet, unser Kommunikationsmittel, mal abgeschaltet wird? Oder hat das mittlerweile weltweit eine Größenordnung erreicht, dass es nicht mehr eliminierbar ist? Letzteres. Aha. Also ich bin mir absolut sicher, natürlich können Sie vorübergehend solche Netzwerke stören oder zusammenbrechen lassen, aber das sind ja nicht nur amerikanische, das sind ja, Sie haben ja auf allen Kontinenten, in allen Systemen dieser Welt Rechner, die miteinander verknüpft sind, und die können Sie nicht alle, eine Weltregierung wird es nicht geben, dazu ist alles in absehbarer Zeit nicht geben, dazu ist diese Welt nicht einheitlich genug, und es gibt sicherlich Menschen, die das gerne möchten, die daran arbeiten, aber es gibt auch viele Menschen, die sehr stark dagegen arbeiten, also ich bin da sehr skeptisch. Natürlich möchte man Menschenmassen gezielt beeinflussen können. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Studien zu, Forschungsprojekte. Wie kann man auch an Bundeswehrhochschulen, an Universitäten in Zusammenarbeit mit Militärs, wenn Sie sehen, was die DARPA, die amerikanische Denkfabrik der Rüstungsindustrie dort, was die alles entwickeln derzeit, um auf die Gehirne in erster Linie von Soldaten der Zukunft Einfluss nehmen zu können, Erinnerungen auszulöschen, positive Erinnerungen in ihnen zu verstärken, damit sie länger im Kampfgeschehen einsatzbereit bleiben. Aber diese Dinge sind natürlich auch für die Zivilbevölkerung nutzbar und sollen selbstverständlich auch in der gezielten
Beeinflussung von Massen genutzt werden. Vor 30 Jahren kannte niemand Spin-Doktoren. Heute ist es selbstverständlich, dass was erst in der angelsächsischen Welt in den Reihen der Politik aufgekommen ist, dass sie, heute haben sie selbstverständlich im Bundeskanzleramt Spin-Doktoren, diejenigen, die den Politikern sagen, was musst du bei der nächsten öffentlichen Veranstaltung tragen, welche Handbewegungen musst du machen, was musst du sagen, damit das wie aus welcher Kameraeinstellung in der Bevölkerung ankommt und deine Quote in die und die Richtung bringt. Das ist alles doch nur noch Show, es wird doch alles nur noch gezielt auf die Quote über Spin-Doktoren hinzubewegt. Aber ich will nicht zu lange zu einer Frage sprechen. Herr Ulfgotte, ich habe zwar keine Frage, sondern ich möchte ein Beispiel erzählen, wie einseitig über politischer Extremismus berichtet wird. Ich habe erlebt, letztes Jahr am 26. Oktober, wie in Köln diese schweren Ausschreitungen gewesen sind. Da wurde nur berichtet, wie die Polizei eben gegen die Salafisten und gegen Rechtsradikale in Rockerbahn vorgegangen ist und diese Demonstration gewesen ist. Aber es gab auch eine Gegendemonstration von verschiedenen Linksgruppierungen, Linksextremisten und Anarchogruppen. Von denen habe ich im Fernsehen und in der Zeitung nie was gelesen. Und das war für mich so auffällig, wie einseitig über rechtsradikale Politik berichtet wird, aber nie von den Linksradikalen. Und die sind genauso gefährlich wie die Rechten. Danke. Ja, dazu muss ich nichts sagen. Das ist sicherlich so. Es ist auch mein subjektiver Eindruck, dass über bestimmte Gruppen, es wird pointiert darüber berichtet, dass Flüchtlingsheime, Asylbewerberunterkünfte in Brand gesetzt werden oder dass es dort Ausschreitungen gibt. Es wird aber sehr häufig, was für mich schrecklich ist, was ich natürlich verurteile, aber es wird seltenst, oder eher gar nicht darüber berichtet, wenn bei der Aufklärung herauskommt, dass in dem Asylbewerberheim durch Bewohner gezündelt wurde, dass sie es selbst waren. Natürlich gibt es Menschen, die Asylbewerberheime leider anzünden, aber es kommt nun mal eben sehr häufig auch raus, dass die Brände fahrlässig dort gelegt wurden oder dass sie es vorsätzlich selbst waren. Und dann wird das in der Bevölkerung nicht transportiert. Es wird immer derzeit sehr häufig unabhängig von einzelnen Asylbewerberheimen, der Eindruck erweckt, dass es sehr viele rechtsradikale Deutsche gibt, um keinen Widerstand in der Bevölkerung erst aufkommen zu lassen, um den Menschen einzuimpfen. Du darfst jetzt nicht sagen, sonst giltst du sofort als ein Unterstützer von Menschen, die Asylbewerberheime anzünden. Auch das ist eine Steuerung von Menschenmassen und diese Berichterstattung pointiert immer nur über rechte Gruppen, das ist auch meine Wahrnehmung, ja. Herr Dr. Ulfgotte, ich habe eine Frage in Bezug auf Syrien. Und zwar, da gibt es ja den Terminus guter Rebell und schlechter Rebell. Habe ich gelesen. Und dann habe ich im Verwandtenkreis Folgendes vernommen. Es wird so dargestellt, dass der CIA Armeemitglieder, vor allem Piloten, die MiG-17 und Sukhoi fliegen, die werden abgeworben, die kommen nach Deutschland mit einem ganz dicken Bocken Dollar, die machen ihre Familie auf Sicherheit, die bringen die irgendwo unter und dann hauen die wieder ab. Also der steigt ins Taxi und fährt 300-400 Kilometer und ist verschwunden. Haben Sie da Kenntnisse darüber oder also guter Rebell und schlechter? Also ich habe positive Erkenntnisse darüber. Verfassungsschutz, bitte ganz deutlich zuhören. Ich kann es auch gerne wiederholen, aufschreiben oder mitschneiden. Ich habe deutliche Erkenntnisse von Bekannten von mir, die im Umfeld, die in Sicherheitsbehörden arbeiten. Also das heißt, ich habe es aus erster Hand. Wir haben in Deutschland inzwischen eine so große Zahl von IS-Kämpfern, dass es den deutschen Sicherheitsbehörden nicht mehr möglich ist, sie zu überwachen. Sie haben den Überblick komplett verloren. Es gibt keine Überwachung dieser Personen mehr. Wer etwas anderes sagt, lügt. Wir haben weiterhin einreisende Personen aus diesem Umfeld in großer Zahl. Man muss
kein Verschwörungstheoretiker sein oder Geheimdienste bemühen, um das öffentlich kundtun zu können. Es reicht, wenn die Länder und die Geheimdienste, über deren Territorium sie gegangen sind, wenn man diese zitiert. Wir haben viele Berichte aus Nachbarländern von den Geheimdiensten, die uns davor gewarnt haben, aber die Politiker und Medien haben hier Augen und Ohren zugemacht, darüber zu berichten. Am meisten erschreckt, fassungslos gemacht hat mich der Anruf, ich kann Ihnen aus dem Kopf nicht mehr den Tag sagen, mich hat angerufen, ich habe das Buch Gekaufte Journalisten auch in Budapest in Ungarn vor einiger Zeit vorgestellt. Dort auf der ungarischen Buchmesse ist es in Ungarisch übersetzt worden. Das erwähne ich nur, um glaubhaft zu machen, dass ich, sagen wir mal, einflussreiche Personen in Ungarn kennengelernt habe, zufälligerweise. Von dort hat mich jemand aus dem Sicherheitsbereich angerufen und hat mir gesagt, das ist aber jetzt einige Wochen her, das muss ich dazu sagen, sicherlich etwa 4 Wochen her, und hat mir gesagt, dass sie Personen bei der Durchreise nicht, obwohl sie positiv wissen, dass es sich um IS-Kämpfer handelt, sie dürfen die Personen, die durchreisen in Richtung Österreich und Deutschland, nicht auf Waffen hin kontrollieren, obwohl sie positiv wissen, dass diese in kleinen Mengen Sprengstoff und Waffen transportieren. Dann habe ich gedacht, der Mensch spinnt. Was heißt hier, sie dürfen die nicht kontrollieren? Ja, habe ich ihn gefragt, wie kann man das belegen? Wer soll denn so etwas, kann mir doch kein Mensch sagen, dass Viktor Orban sich insgeheim hinstellt und sagt, lasst die alle mit Waffen durchreisen, ist doch Quatsch. Nein, sagt er, genau so ist es eben auch nicht. Sondern wir haben den Druck aus der EU bekommen. Wir haben den Druck aus Brüssel bekommen. Wenn ihr kontrolliert und berichtet, dann werden wir euch als noch mehr Rechtsradikale hinstellen. Ja, lasst die Leute alle in möglichst großer Zahl durchreisen. So, das heißt, dieses, ich halte das nicht für ein Gerücht oder für eine böswillige Panikmache. Diese Person ist absolut glaubhaft und fügt sich in das Bild von den Informationen, die ich aus anderen Seiten bekommen habe. Wenn Sie mal sehen, ich mache jetzt einen Schnitt, gehen Sie auf die Seiten der Bundeswehr, bundeswehr.de. Dort gibt es Seiten, wo die Bundeswehr selbst darstellt, in wie viel ihrer Kasernen genutzt, ich meine nicht aufgegebene, alte Standorte. Stand heute, wo wir heute hier zusammenstehen, ist nach meiner Kenntnis, nach den Internetseiten der Bundeswehr, ich habe es glaube ich zuletzt gestern Vormittag drauf geschaut, dass in 67 Standorten, wo deutsche Bundeswehrsoldaten sind, die Kasernen, Zitat, mitgenutzt werden von Asylbewerbern. Dass auf diesen, so, jetzt kommt, jetzt, das ist der erste Teil. Der zweite Teil meiner Aussage, beispielsweise SWR, staatlicher Sender, berichtet darüber von einem Standort aus dem Kopf heraus, ich war auf die Frage nicht vorbereitet, aus dem Kopf heraus heißt der Ort, der Bundeswehrstandort Ilmenau, irgendwo in Baden-Württemberg. Thüringen? Thüringen? Nee, dann muss es ein anderer, dann nehme ich den Ort zurück. Ich weiß ganz sicher, es war ein SWR-Bericht aus Baden-Württemberg. Dann, Immendingen ist da ein Bundeswehrstandort. So, es ist dort vergessen, ich lege mich nicht auf den Ort fest, ich liefere Ihnen aber gerne den Link nach, weil ich habe es mir aufgeschrieben. Es gibt dort einen Bundeswehrstandort, wo Asylbewerber auf einem Gelände untergebracht sind, Zitat aus dem Bericht, wo der Munitionsbereich und die Asylbewerber, Zitat, durch einen Bauzaun voneinander getrennt sind. Da fasse ich mir, wenn ich das lese, fasse ich mir an den Kopf. Durch Zitat, durch einen Bauzaun provisorisch getrennt. Ich meine, ich weiß nicht, was dort ansonsten läuft. Gibt noch ganz viele Fragen. Ja. Herr Ulfgotte, ich habe großen Respekt vor Ihrer Arbeit und vor Ihrem Mut. Und so, weil da ist immer, Entschuldigung, da hinten, warum ich immer so komisch gucke, ja, da hinten ist ein Scheinwerfer und dann sehe ich die Personen nicht, aber jetzt stehen Sie genauso, jetzt sehe ich die Personen mal. Entschuldigung, dass ich da eben immer so merkwürdig geschaut habe. Ja, also ich wiederhole nochmal, ich habe sehr großen Respekt vor Ihrer Arbeit und vor Ihrer Ehrlichkeit. Danke sehr, danke sehr.
Und vor allem vor Ihrem Mut, hier zu stehen, von sich zu erzählen und das, was hier alles im Land falsch läuft. Und ich bin jetzt wieder durch den Bericht irgendwo geschockt. Ich meine, ich weiß schon einiges, aber trotzdem, was ich jetzt höre, das toppt wieder mal was. Und meine Überlegung geht immer dahin, was kann ich tun? Was sehen Sie für Möglichkeiten? Sie zeigen auf, wie es aussieht hier in dem Land, was alles schief läuft. Und vielleicht haben Sie auch Vorschläge, was können wir tun? Was kann sich ändern, damit wir da in eine Richtung kommen, wo es wieder besser wird? Ja. Also das können wir einfach nicht so zulassen. Das ist meine Meinung. Und da mache ich mir Gedanken für dieses ganze Land, für uns selbst. Und das wollte ich einfach mal hier offen machen. Vor zwei Jahren hätte ich noch einen ewig langen Vortrag jetzt gehalten, was man alles tun kann, wie man die Situation verändern kann, wie man die Zustände verbessern kann. Meine ehrliche Antwort lautet, wenn ich hier draußen direkt vor die Fenster schaue, wenn ich zur nächsten Tankstelle, wo ich getankt habe, gehe und zu der Dame, die dort das Geld kassiert hat, aus dem tiefsten Innern heraus gesagt habe, Mensch, hier bin ich mal an einem Ort, wo auf der langen, langen Fahrt, die ich heute gefahren bin, wo ich nicht höre, dass es hier auch Probleme mit Asylbewerbern gibt, sagt sie, haben Sie sich noch nicht umgedreht? Gucken Sie mal auf die andere Straßenseite, die ganzen Wäscheleinen dort in dem leeren, das ist 4 Kilometer von hier, der alte Supermarkt ist voll davon, Sie werden hier keinen Ort finden, wo es diese Probleme nicht, diese Thematik nicht gibt. Also, ich will damit sagen, vor einem Jahr war es noch so, dass man viele Dinge hätte verändern können. Nur Stand heute ist das Wichtigste aus meiner subjektiven Sicht, erst einmal, wenn ich einen Rohrbruch habe, dann denke ich nicht in erster Linie daran, wie ich mich wieder behaglich einrichte, sondern erstmal das Leck abzudichten, dass der potenzielle Schaden nicht noch größer wird. Und das ist, solange wir uns darüber streiten noch derzeit, wie viel lassen wir bei diesem Rohrbruch jetzt noch zu, wie viel diskutieren wir noch, statt erstmal da draußen an den Grenzen klare Verhältnisse zu schaffen. Solange wir uns darüber nicht im Klaren sind, sondern uns hier die Köpfe einschlagen in diesem Land mit Diskussionen, werden wir überhaupt nichts verändern. Ich persönlich, das Einzige, was ich mache, ist derzeit Vorsorge zu treffen, Netzwerke zu bilden. Ich denke nicht mehr ans viele denken oder fragen mich, würden Sie auswandern? Ich sage Ihnen, Deutsche, die ausgewandert sind, schreiben mir in Massen zurzeit, wo sie sind und fragen, wir wissen auch hier nicht mehr, wie es weitergehen soll, wohin sollen wir jetzt auswandern? Deutsche, die nach Griechenland gegangen sind oder in andere Länder, die sagen, es ist hier nicht besser. Also auswandern würde ich erstmal streichen, es sei denn, man ist unter 30 extrem gut beruflich ausgebildet, dann hat man überall hervorragende Perspektiven, aber wenn man einmal über 45 ist, sieht das schon schlechter aus. Nein, zurück. Netzwerke bilden ist das Erste. All das, was in unserer Gesellschaft weggegangen ist, vom Wertesystem, soziale Kontakte, auf Vertrauen aufbauende Verhältnisse zu anderen Personen, werden bei dem, was da auf uns zukommt, egal ob aus einer politisch linken, rechten oder sonstigen Ecke, sehr viel wert sein. Das ist der Grund, warum meine Frau und ich, mein bester Freund ist Bäcker, dort, wo wir jetzt wohnen. Wir haben 11 Weiher, oder wir haben viele Weiher, in denen Fisch ist. Wir essen die Fische nicht. Später, ja. Wir züchten ganz viele Forellen und Karpfen, aber ohne Not werden wir sie nicht essen. Die Gänse werde ich möglichst gar nicht essen, nein. Aber
Aber wir treffen Vorsorge, wir hoffen, dass diese Entwicklung nicht kommt. Aber ich sehe, dass das, was meine Frau, mein persönliches Umfeld und mich bedrückt und betrifft, das Thema innere Sicherheit, dass das, ich habe heute Nacht in Coburg übernachtet, letzte Nacht, wenn ich dort im Gasthof unten im Schankraum gesessen habe und einfach nur zugehört habe, ob ich an der Tankstelle oder wo ich auch durch Deutschland fahre, die Menschen haben Angst, die Menschen machen sich Sorgen. Und das ist dort, wo ich wohne, auch. Wir bekommen in zwei leerstehende Bundeswehrkasernen in einem Umfeld, in einem Dorf, wo 633 Personen leben, zwischen 4.000 und 5.000 Asylbewerber Ende des Monats. Im nächsten Ort, 3 Kilometer weiter, kriegen wir 2.000 bis 3.000, auch ein Bundeswehrstandort. Die Frauen, die Mütter sagen, wir wissen nicht, was für Menschen da kommen, aber völlig neutral fragen wir uns als Eltern, die Kinder spielen bislang dort im Wald. Die Frauen joggen im Wald und fahren Fahrrad. Aber wenn ich 70-80% junge Männer habe, die keine Frauen haben, die keine Freundin haben, und die Blondine joggt dort im Wald, wo sie immer, das blonde Mädchen joggt dort, wo sie immer gejoggt ist, kann sie das noch? Wenn wir uns in unserer Heimat solchen Fragen stellen müssen und die Politik sagt, ja, das Boot ist noch nicht voll, wir schaffen noch ganz viel, aber ich höre unglaublich viele Ängste. Ihre Frage ist, wie bereitet man sich auf all das? Es geht ja nicht nur darum, wenn Sie sich finanziell ansehen, wie marode die Lage, unabhängig von irgendeiner politischen Partei, in den Kassen hinter den Kulissen aussieht. Wer bezahlt denn? Gucken Sie mal nach einem Durchschnittsalter hier im Raum. Jeder von uns geht, auch wenn Sie noch sehr jung sind, aber jeder von uns geht doch davon aus, dass das Papier, was Sie einmal im Jahr von der Lebensversicherung, wenn Sie denn eine haben, oder von der staatlichen Rentenversicherung oder von irgendeiner Stelle bekommen, der eine kriegt nur ein solches Schreiben, manch einer hat vielleicht 5 Versicherungen oder mehr. Wir gehen doch davon aus, dass wenn dann die Zusicherung steht, ich kriege so und so viel Rente, Pension, oder ich kriege aus meiner Lebensversicherung in so und so vielen Jahren so und so viel ausbezahlt. Es wird aber, wenn wir ganz ehrlich sind, das wird so, zumindest wie wir uns das erhoffen, das wird nicht funktionieren. Sie können nicht entweder von den jungen Deutschen, die zahlenmäßig nicht mehr da sind, oder aber von den jungen Deutschen plus den Menschen mit den Qualifikationen und dem Hintergrund, die jetzt kommen. Sie können, das sind Menschen, die erwarten, dass wir sie finanzieren und nicht die kommen, um unsere Renten zu finanzieren. Ich meine das nicht negativ, positiv in irgendeiner Richtung, ich meine es einfach realistisch. Also unsere Erwartungen, die wir haben, ja, aber ich kriege doch hier so viel Lebensversicherung. Ich überlege gerade, ein Freund von mir, der im Alter von, ich glaube, 83 Jahren, letztes Jahr im Januar gestorben ist, Professor Hankel aus Königswinter am Rhein. Wir haben in seiner Bibliothek, der wohnt so 70 Kilometer von mir, wohnt er entfernt, in seiner Bibliothek öfter gesessen. Er ist ja der Erfinder der Bundesschatzbriefe gewesen. Er war bei der Hessischen Landesbank. Er ist einer der großen Geldtheoretiker und Kritiker des Euro der ersten Stunde gewesen. Lassen Sie uns jetzt nicht über den Euro sprechen. Er hat mir immer zu dem Thema, als über das wir jetzt sprechen, zu Lebzeiten an seinem Lebensende gesagt, wenn er noch eine Lebensversicherung hätte, und das ist jetzt 1,5 Jahre her, er glaubt nicht, dass er im nächsten Jahr, übernächsten Jahr, dass er noch mehr als 70% von dem herausbekommen wird, was er einbezahlt hat, abzüglich der ganzen Verwaltungs- und Prämienkosten bei der Versicherung. Das heißt, von dem, was ich einbezahlt habe, abzüglich der Provisionen, und davon nur 70%, dabei stehen, was weiß ich, 300% stehen auf diesen Schreiben, die ich bekomme. Er sagt, man wird noch irgendwas rausbekommen in ein paar Jahren, aber es wird so gigantisch wenig sein, davon kann keiner mehr leben. Das Gleiche bei der staatlichen Altersversorgung. Es tut mir leid, wo wir zum Ende eines Vortrages sind, dass ich hier
nicht die glühende positive Stimmung verbreite und sage, wir gehen jetzt alle raus, alles wird gut, alles wird besser. Ich habe eine positive innere Stimmung deshalb, weil Geschichte Veränderung bedeutet. Es hat in der Geschichte immer gewaltige Veränderungen gegeben und da ist wieder etwas aufgebaut worden, etwas Positives, wenn es noch so desaströs war. Ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube daran, dass Veränderungen auch etwas Positives bewirken können. Vielleicht, um es ins Positive zu wenden, ist diese schnelllebige Zeit, die wir bislang hatten, wo Sex und Crime und Ballaballa und die nächste Urlaubsreise nach Mallorca viel wichtiger war als das Verhältnis zum Nachbarn oder zum Freund. Vielleicht ist diese Krise, die wir jetzt durchmachen, auch ganz toll, um genau solche Netzwerke, nach denen Sie mich gefragt haben, zu bilden und um dem anderen wieder näher zu kommen und um verlässliche Freundschaften zu knüpfen, die doch vielleicht in den letzten Jahren nur so nebenher gelaufen sind. Also ich halte sehr viel davon, sich zu verbünden, so wie Sie das hier ja auch machen. Ich finde das toll. Ja. Danke. Danke.